Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für die PMDG 737NGX. In dem Tutorial werde ich das Transponder Panel erläutern. Das ist das hier. Ist bekannt, wenn wir jetzt zum Beispiel online fliegen, dass uns das ATC 1 Quark Code gibt. Das dient zur Identifizierung des Flugzeuges. Wir haben hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal hier, einmal dort und einmal hier den Drehschalter. Wir können hier bei XPNDR einstellen, welchen Transponder wir benutzen, Transponder 1 oder Transponder 2. Hier unten können wir die Attitude Source auswählen, von welchem Computer es nimmt, Computer 1 oder Computer 2. Hier können wir den Squawk einstellen, das sind Oktalzahlen, das heißt, es geht nur bis 7. Hier können wir die zwei rechten Zahlen einstellen, bei dem inneren und bei dem äußeren Ring. Hier haben wir nun Auswahlmöglichkeiten, als erstes hier den Test-Button. Wenn wir den drücken, passiert Folgendes. Damit kann man das TCAS testen, das heißt das Kollisionswarnungssystem gegen mit anderen Flugzeugen. Auf Standby passiert nichts, bei Attitude Reporting off, das heißt der Transponder läuft, aber ohne Höhenangaben. Das gleiche hier bei XPNDR, der Transponder läuft mit Höhenangaben. TAONI, das heißt, er zeigt uns den Traffic an, der sich in der Umgebung befindet. TARA ist noch, dass er uns, das wird eingeschaltet im Flug, dass er uns Ausweichmöglichkeiten anzeigt hier im Display, wie wir uns unter gegebenen Umständen verhalten können, wenn uns ein Flugzeug zu nahe kommt. Das wird hier vor dem Start angestellt, wird dann auf TIRR gestellt. Am Boden wird dann hier nur angezeigt, wie ihr seht, TA only, weil er uns natürlich am Boden keine Ausweichmöglichkeiten anzeigen kann. Weiterhin, um uns jetzt hier auch noch andere Flugzeuge anzeigen zu lassen, müssten wir nur mal kurz ins Cockpit wechseln. Also das ist ein Cockpit, hier in der vorderen Ansicht, vergrößern das und drücken dann nun hier den Knopf auf Traffic. Hier haben wir jetzt nun, wäre jetzt hier Traffic in der Nähe, wird das uns anzeigen. Es gibt verschiedene Transponder-Modusse. Ich werde die bei den Extras posten. Wikipedia-Einträge, da könnt ihr das nochmal alles genau nachlesen. Das war jetzt nur ein kleines Tutorial zu dem Transponder-Panel, was für den unseren normalen Flugbetrieb völlig reicht. Wird hier generell so immer auf TRRA eingestellt und mehr auch nicht. Der Ident-Knopf ist dafür da, dass er sendet er nochmal ein Signal an die Station zur eindeutigen Identifizierung. Ist für den Flugsimulator-Gebrauch eigentlich unwichtig, so wie auch hier die zwei Knöpfe. Wie gesagt, hier kann man sie einstellen, den Transponder und den Squawk beispielsweise. Und hier kann man auch nochmal diese verschiedenen Optionen einstellen. Drücken wir jetzt zum Beispiel auch mal hier drauf.
Auftritte hier, ATC 2 oder ATC 1. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben oder zu Kommentaren was posten oder mich bei Facebook kontaktieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.